4. Dezember. Was machen die Lianen in der Wohnung? Den Morgen habe ich schnarchend in meinem Bettchen verbracht. Jetzt ist es schon später Nachmittag und es wird langsam dunkel. Verschlafen tapse ich zu meinem Wassernapf, da ich mit ziemlichem Durst aufgewacht bin. Plötzlich mache ich ohne Vorwarnung einen Purzelbaum und lande unsanft auf dem Bauch. Was ist denn nun schon wieder passiert? Ich rapple mich auf, schüttle mich einmal kräftig und schaue mich suchend um. Worüber bin ich bloß gestolpert? Zuerst kann ich nichts entdecken. Doch dann ist plötzlich alles hell und leuchtend. Frauchen kommt in das Zimmer und strahlt mit den Lichtern um die Wette. Sind die Lichterketten nicht schön? Fragt sie aufgeregt. Lichterketten? Welche Lichterketten? Und da sehe ich es. Meine Beine haben sich in Lianen mit kleinen Lämpchen dran verheddert. Im Dunkeln habe ich sie gar nicht sehen können. Ich schaue Frauchen mit hängenden Ohren an. Eben habe ich mich ganz schön erschrocken, als ich einfach so auf dem Boden lag. Sie streichelt mir sanft über den Kopf und meint, an die Lichterketten wirst du dich schon gewöhnen. Warte ab, ich werde sie gleich alle aufhängen, dann kannst du auch nicht mehr darüber stolpern. Ein bisschen musst du aber trotzdem aufpassen, nicht, dass du mir hier alles in ein riesengroßes Chaos verwandelst. Ich kuschle mich noch ein bisschen näher an sie und verspreche hoch und heilig, dass ich ab jetzt nur noch aufstehe, wenn ich wirklich wach bin. So übersehe ich bestimmt auch nichts mehr. Übrigens, heute Morgen war zum Glück wieder etwas in meinem tollen Säckchen. Wenn ich so darüber nachdenke, gefällt mir diese Adventszeit sehr gut. Geht das jetzt immer so?